Wenn wir in der Tat ein Ziel haben und wir wollen die Grenze diesem Ziel hin überwinden und wir sind fähig, das zu tun, dann heißt das doch als Fazit, dass wir im Leben in der Tat sein und tun und haben können, was wir wollen. Und das ist so. Das ist nicht nur eine schöne Vorstellung, sondern in der Tat ist das so. Wenn es uns nun bewusst ist, dass wir im Leben sein und tun und haben können, was wir wollen, und das ist eine so wichtige Erkenntnis, dann stellt sich die Frage, ja, wie tut man das? Wie kann man sein und tun und haben, was man will? Es hat vier Bedingungen, die das möglich machen. Und die erste Bedingung, die oberste Bedingung ist, wir müssen unsere Vision kennen. Wir müssen wissen, was ist es eigentlich, was uns im Leben überhaupt antreibt? Was ist es, was das Aufregende ist in unserem Leben? Vision ist das, was der Mensch mit seinem ganzen Leben überhaupt will. Mit allem, was er tut, mit allem, was er verfolgt. Das muss doch alles einen Sinn haben. Das ist etwas, was für den Menschen das Treibende ist. Das ist das, was für den Menschen das Aufregende ist. Und wir können das ganz leicht sehen, wie Vision ausschaut, wenn wir kleine Kinder anschauen. Denn der Mensch kommt mit seiner Vision zur Welt. Wenn wir kleine Kinder anschauen, ganz kleine, denen man noch gar nichts beigebracht hat, die haben noch nichts anderes als ihre Vision. Und die leben sie immer aus.